Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, wir drehen jetzt Part 2 zu meiner alltäglichen, nächtlichen Gassi-Routine. Kanal, bist du bereit? Bist du bereit? Magst du mit mir Gassi gehen? Ja, magst du Gassi? Magst du Gassi? Magst du Gassi? Ja, magst du Gassi? Ich glaube, er hat Bock, Freunde. Canelo, was sagst du? Komm her. Komm schnell, Gassi. Komm schnell, Gassi. Ja, 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 ja. Ja. Gassi. Gassi. Ah, Gassi, 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 Gassi. Magst du Gassi? Gassi, 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 Gassi. Ah, ah. Okay, okay, okay. Oh, warte, warte, warte. Ich verarsche dich nicht mehr, okay? Ich verarsche dich nicht. Wir gehen jetzt Gassi, okay? Bussi? Komm, geh mal Gassi. So, Freunde, wir gehen jetzt auf jeden Fall Gassi. Wie viel haben wir? Warte, ich hol kurz mein Handy. Einen Moment. Wir haben es 23.51 Uhr und wir wollen einfach jetzt mal Gassi gehen. Das ist jetzt wirklich sehr spät eigentlich. Aber Canelo muss, glaube ich, Pipi und Kaka machen. Oder Canelo, komm mal hier. Mach mal Gassi, hopp. Magst du Gassi? Boah, er hat richtig Bock, Alter. Er hat richtig, richtig Bock, ne? Geh mal jetzt schön Gassi, mein Schatz, ne, mein Schatz? Ja, ja. Freunde, momentan hat es auf jeden Fall auch 30 Grad und es ist wirklich sehr, sehr gefährlich, mit eurem Hund in der Mittagszeit Gassi zu gehen oder am Nachmittag, wenn die Sonne so scheint. Deswegen verschiebt eure Gassi-Routinen bitte, bitte entweder in der Früh morgens oder am Abend, wenn es kühler ist. Weil unterm Tag hat es 30 Grad und der Asphaltboden, allein der Asphaltboden kann bis zu 60, 70 Grad heiß werden. Da können sich eure Hunde die Pfoten verbrennen, die können Hitzeschlag erleiden, was auch immer. Es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Deswegen verschiebt es einfach genauso wie ich die Gassi-Routinen einfach am Abend. Oder Canelo? Komm, steh. Geh mal Gassi, yalla. Normalerweise habe ich immer ein Gassi-Outfit, aber das hier ist jetzt ein neuer Outfit. Ich habe keinen Bock, mich umzuziehen. Deswegen ziehe ich jetzt einfach nur mal Schlappen an. Erstmal nehme ich noch einen Kackerbeutel mit. Und dann noch ein paar Leckerlis. Leckerlis, ganz wichtig. So, Canelo, welche Leckerlis? Das ist mein Leckerlischrank. Außer das, das ist natürlich nichts für Canelo. Welcher Leckerlis wollen wir haben? Welcher Leckerlis wollen wir haben? Okay, entscheid du. Halten. Halten. Okay. Dann nehme ich sie halt mit, Alter. Er ist so faul, Alter. Apropos, das ist mein Playbutton. Danke nochmal an euch alle, an YouTube, an jeden Einzelnen, der mitgewirkt hat. Mein 100.000 Playbutton. Wir haben jetzt schon fast 600.000 und bald 1 Million. Ich freue mich riesig drauf. Deswegen abonniert den Kanal, alle, die noch nicht abonniert haben, weil es schauen so viele Leute meine Videos an, die keine Abonnenten sind. Deswegen abonniert mich und macht das. Es ist auf jeden Fall so angenehm hier draußen. Nur mal kurz vorab, das hier ist meine MCM-Leine und Halsband. Das bekommt er nur angezogen, wenn wir irgendwo auf Terminen sind oder ich mit Canelo irgendwie unterwegs bin. Und das ist die gassige Leine. Da ist die Leine auch viel, viel länger. Also viel besser. Also wir legen das mal hier hin. So, Canelo, komm mal her. Hopp, Gassi. Ja, mein Schatz. Super. Hä? Bist du bereit? Ja, ne? Ah, scheiße, ich habe Canelos Lieblingsball vergessen. Einen Moment, ich komme gleich wieder. Bleib sitzen. Er wird jetzt so lange hier sitzen bleiben, bis ich wiederkomme. Schaut jetzt. Bleib. Super! Sitzt du immer noch? Schau, Freunde. Ich hab doch gesagt, er bleibt sitzen. Hopp! Ja, mein Schatz, komm, auf geht's. Gassi. Wenn ich jetzt aus meinem Grundstück gehe, aus meinem Tor und das Kommando okay vergesse, dass er raus darf, schau, was passiert. Er geht nicht. Schau mal, ich zieh sogar dran. Er kommt nicht. Bis sein Kommando kommt. Und zwar okay. Super! So, die Leine wird erstmal immer kurz genommen. Immer. Er darf nicht ziehen und wenn er zieht, dann sage ich immer nein, nicht ziehen, damit er checkt was. Und dann geht's weiter. Und schau, jetzt ist er sehr, sehr vorsichtig und zieht und überholt mich nicht. Und wenn er wieder schneller wird, dann sage ich nein, nicht ziehen und geh weiter. Bis er es endlich checkt und kapiert, okay, ich darf ihn nicht überholen, weil sonst stoppt er immer. Und irgendwann checken das Hunde einfach. Das ist wirklich sehr, sehr easy. Man muss Hunde einfach verstehen können, weil wenn du sie verstehst, dann hast du es auch leicht bei der Erziehung. Ne, Canelo, was sagst du dazu? Ja, ne? Wenn jetzt zum Beispiel keine Leute da sind und der Gehweg hier frei ist, sage ich okay und dann geht er schnüffeln und darf auch schnüffeln. Toll, schnüffelt er die ganze Zeit. Jetzt zieht er ein bisschen. Canelo, nicht ziehen. Nein. Okay, jetzt darfst du schnüffeln, aber nicht ziehen. Ich bin zwar kein Profi, aber ich kenne Canelo. Deswegen, ich weiß, was und wie ich mit ihm zu reden habe. Immer schön markieren, ne? Ich weiß nicht, aber momentan ist es wirklich sehr, sehr schlimm bei Canelo. Er markiert zu viel. Ich weiß nicht, wieso.
Ob das irgendwie sexual bedingt ist oder ob das wirklich sein Revier markieren ist, ich habe keine Ahnung. Aber er markiert momentan so viel und ich habe keine Ahnung wieso. Wenn ihr wisst wieso, dann schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, weil ich lese mir das erstens durch und zweitens würde mich das wirklich sehr interessieren. Normalerweise hat Canelo auch ein Leuchthalsband, aber der ist leider kaputt gegangen. Ich muss mir einen neuen kaufen, weil ich lasse ihn ohne Leuchthalsband eigentlich sehr ungern aus der Leine. Ich vertraue ihm trotzdem und ich weiß, dass er kommt wieder zurück, wenn irgendwas sein sollte. Ne, Canelo? Vertraut ihr der Papa? Weiter geht's, komm. Ganze Zeit nur am Markieren, Alter. Ich sag's euch. Und am Schnüffeln. War ihr eine heiße Lady? War ihr eine heiße Lady, Canelo? Ja, ne? Wer hat da Pipi gemacht? Pfui, Canelo, pfui. Weiter geht's, komm. Wir machen jetzt auch ein kleines Experiment mit Canelo. Er muss jetzt hier Platz machen. 150, 100 Meter nach vorne gehen und er muss hier bleiben. Mal gucken, ob er es schafft. So, Canelo, Sitz. Platz. Hallo, runter. Platz. Zu mir. Komm, 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 komm. Sitz. Kai, komm mal hier. Sitz. Super hast du das gemacht. Ja, feini. Super, mein Schatz. Pfote? Super. Andere Pfote? Andere Pfote? Sehr schön. Doppelpfote? Sehr schön. Machen wir einmal laut? Kein Bock auf laut. Aber er hat seinen Test bestanden, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es fein war. Und bevor er auf die Wiese gehen kann, sein Geschäft machen kann, schnüffeln kann, was auch immer, muss er immer zuerst Sitz machen, mich anschauen. Canelo, schau mich an. Okay. Und dann darf er losrennen. Eigentlich bin ich schon stolz auf Canelo, weil es hört eigentlich schon gut. Manchmal hat er seine 5 Minuten, hat keinen Bock auf mich, hat keinen Bock zu hören. Das nehme ich ihn aber nicht böse. Aber so an sich, groß und ganzen, bin ich schon wirklich sehr zufrieden mit meinem Hund. Canelo, wo bist du? Digga, immer geht er einmal kurz weg und kommt nach 2 Minuten wieder. Was ist los mit dem? Canelo! Hey, wo bist du? Ey, der ist so blöd, Alter. Hey, wo warst du? Schau, was er macht. Steh auf, komm her. Wo warst du? Hä? Was soll das? Als Strafe, immer wenn er kurz weggeht und nach einer Minute wiederkommt, nehme ich ihn immer an die Leine. Das ist jetzt seine Strafe. Auf geht's. Komm. Nach 15 Minuten circa tue ich ihn wieder aus der Leine. Du sie mir umschnallen. So. Hast du Lust auf Leckerlis? Ja, ne? Und je nachdem, wie ich Bock drauf habe, wie viel Zeit ich habe beim Gassi gehen, lasse ich ihn auch oft schnüffeln. Und zwar muss er die Leckerlis jetzt im Gras suchen. Und das ist eine krasse Auslastung für seinen Kopf, für seine Nase. Da ist er wirklich am Ende todmüde. Komm mal her. So. Ich mach die Leckerlis jetzt erstmal klein. Die schmeiße ich jetzt hier in den Gras. Jetzt muss er mich anschauen. Schau mich an. Und such. Und so sucht er seine Leckerlis und ist am Ende richtig, richtig müde. So, Freunde, 10 Minuten später, Canelo, ist er fix und fertig und hat alle Leckerlis gefunden. Und jetzt ist er wirklich tot. Jetzt könnte ich eigentlich nach Hause gehen, aber wir ziehen natürlich die Gassi-Routine durch. Und ja, kommt's mit. Canelo, zu mir. Hier hat er jetzt hier ein bisschen Wiese. Hier darf er ohne Leine laufen, darf ein bisschen schnüffeln, darf sich austoben. Gesundheit, Dicker. Komm und lauf. Lauf, 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 lauf. Aber warte mal, wir haben doch seinen Ball. Gib mal seinen Ball her. Canelo, was hat denn der Papa hier? Ja, was hat denn der Papa hier? Ja, was hat denn der Papa hier? Hopp, hopp. Schau, er hat Bock. Hopp. Hast du Bock? Hast du Bock? Und lauf, komm. Und bring Balli. Bring Balli. Bring Balli. Oh, super. Super, hast du Papa Balli gebracht. Super. Er hat Bock zu spielen, Alter. Ich liebe es, wenn er so bringt und so, weil er ist immer glücklich. Ne? Komm mal hier, Balli. Balli? Warte, komm mal her. Ich habe noch nicht geworfen. Komm mal her.
Okay. Komm, bring mal Papa. Komm her. Canelo. Hey, komm ab. Ey, Canelo, ist dein Ernst? Jetzt lässt er ihn einfach liegen, Alter. Hopp. Super. Zu mir. Zu mir. Zu mir. Zu mir. In die Mitte. Sitz. Hallo. Sitz. Wie man sieht, ist er sehr müde, ne? Und dreh dich. Super. Sitz. Danke. Platz. 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 Der ist todmüde, Alter. Freunde, wer von euch hat auch einen Rottweiler? Und kommentiert mal bitte in die Kommentare. Sind eure Rottweiler genauso träge wie Canelo? Ich glaube schon, weil das liegt einfach in der Rasse, an der Rasse, keine Ahnung. Das ist übrigens mein Lieblingskommando. Futter! Hopp! Jawohl, Junge. Weiter geht's. So, Canelo ist auch hier jetzt gerade ohne Leine. Wir sind jetzt hier ein bisschen Wald oder viele Wälder sind hier in der Nähe und hier sind immer viele Hasen und viele Katzen, aber er darf trotzdem ohne Leine gehen, weil ich genau weiß, dass wenn ein Hase vor ihm laufen würde oder eine Katze oder was auch immer, er würde nicht nachrennen, weil er weiß, dass ich das nicht mag. Deswegen macht er es nicht und da bin ich auch ziemlich stolz drauf, dass ich ihn zum Beispiel abrufen kann, wenn ein Hase da ist, wenn eine Katze da ist. Deswegen darf er auch ohne Leine laufen. Ne, Canelo? Oh. Was macht er jetzt? Super machst du das. Super machst du das. Natürlich ganz vorbildlich wegmachen. Wo ist Canelo? Canelo, bleib da, ne? Komm gleich. Ah. So. Ziemlich warm, Alter, und ziemlich weich. Was habe ich denn heute wieder schon gegeben, Alter? Weiter geht's. Hallo, komm mal her zu mir. Nein, hierher. Hierher. Und hopp. So, sitzen. Weißt du, was ich an Canelo auch sehr, sehr schätze, Freunde? Er stinkt nie aus dem Maul. Ich kann jetzt einatmen und er stinkt einfach nicht. Das schätze ich so krass an ihn. Und er hat auch schöne Zähne. Hier, schöne Zähne. Alles schön, ne? Schöne weiße Zähne hat er. Ja, du bist ja feini, ne? Du bist ein Gepflegter. Ich schwöre, er ist gepflegter als ich, ohne Spaß. Er kriegt besseres Essen als ich, er hat eine bessere Beschäftigung als ich, er hat besseres Leben als ich, er hat einfach alles besser als ich. Und ich bin sehr, sehr froh drum, ne? Ich schwöre, Hauptsache ihm geht's gut, Hauptsache Canelo geht's gut, ne, Canelo? Wir haben jetzt fast 1 Uhr und wir sind schon seit einer Stunde unterwegs. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause und dann bekommt er erstmal Essen und Trinken. Er muss erstmal immer nach dem Gassi gehen, abkühlen. 10, 15 Minuten abkühlen und dann darf er erst trinken und dann darf er erst essen, wegen Gefahr oder Risiko der Magendrehung. Das hat mir mein Tierarzt erzählt. Ich soll da immer aufpassen. Und seitdem mache ich das immer. Ne? Canelo, zu Papa. Was bist denn du immer so langsam? Auf geht's. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie sieht eure nächtliche Gassi-Routine aus? Das würde mich echt mal interessieren, wie geht ihr in der Nacht Gassi? Und was macht ihr oder geht ihr einfach ganz normal oder erzählt mal ein bisschen. Schreibt mal in die Kommentare, ich lese mir das immer gerne durch. Ich meine es ernst. Hey, was ist los? Hat er dir irgendwas angetan? Nein, oder? Hey, Canelo, lass es. Lass es. Der hat dir nichts angetan, wir gehen weiter. Hey, Canelo. Was stimmt mit Canelo nicht, Alter? Was stimmt mit dir nicht, Junge? Ja, wieder markieren, genau, markieren. Nach einer Stunde und genau 22 Minuten sind wir wieder zu Hause angekommen. So, bevor wir reingehen, erstmal Halsband runter. Okay. Super, so muss es aussehen. Der hat auf jeden Fall Durst, ne? Magst du trinken? Magst du trinken? Hä? Du musst erstmal abkühlen, mein Schatz. Also wir gehen jetzt rein, wir lassen Canelo immer draußen nach dem Gassi gehen, weil es drinnen viel zu heiß für ihn ist und dann hechelt er und sabbert und was auch immer. Wir lassen ihn jetzt immer draußen abkühlen, 15 Minuten, dann komme ich raus, nehme ihn rein, kriegt er Essen und Trinken. Ne, mein Schatz?
Das machen wir, ne? Canelo darf jetzt endlich essen und trinken. Wir haben 15 Minuten gewartet. Hier steht mein Foodlift. Okay. Okay. Ja. Perfekte Größe. Nicht schlingen, nicht schlingen. Alles ist gut. Alles ist gut. So, Freunde, das Video ist jetzt zu Ende. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid, dass ihr das zu Ende geschaut habt, dass ihr mich supportet, dass ihr immer liked, kommentiert, mir folgt. Und ja, Freunde, ich weiß, ich bin nicht der perfekte Hundeerzieher. Ich habe nicht so viel Ahnung von Hunden, aber eins kann mir keiner wegnehmen. Canelo ist keine Gefahr für die Mitmenschen da draußen. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, den jeder Hundebesitzer erfüllen muss. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht perfekt. Ihr braucht mir auch gar nicht irgendwie abschauen und das nachmachen, was ich mache. Sondern jeder ist für sich selber verantwortlich. Und ja, danke an alle, danke für euren Support. Ihr seid die Besten, hab euch ganz, ganz, ganz doll lieb. Kommentiert mal bitte den nächsten Videoideen in die Kommentare. Was wollt ihr von mir als nächstes sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und schau mal, wie er trinkt. Der hat auf jeden Fall Durst und Hunger. Ne? Also Freunde, bis dann. Hat mich gefreut. Liked, kommentiert, folgt mir. Hier ist TikTok und Instagram verlinkt. Folgt mir da auch bitte. Und wir sehen uns. Passt auf euch auf. Canelo, magst du noch was sagen? Schau mal hier. Schau mal in die Kamera. Und ciao.